Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir sind am Händler angekommen. Wir haben nochmal eine relativ große Stadt gefunden. Da können wir gleich nochmal reinschauen. So, ich habe auch zwischendurch mal ein paar Autos gelootet, ein bisschen was, ein paar Autos geranched und. Und es ist ein bisschen was bei rumgekommen. Unter anderem haben wir eine schöne Eisenschaufel gefunden. Somit können wir unsere schöne Steinschaufel verschwinden lassen. Wir haben einen Hammer gefunden, damit können wir schön aufwerten. Ein selbstgebautes Gewehr. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ein Eisenvorschlaghammer, das können wir alles gleich schön verkaufen. Brauche ich alles nicht. Damit spiele ich nicht. Oh, sehr gut. Haben wir zwar schon, aber die kann man auch wieder schön verkaufen. Da ist natürlich wieder kein Ding drin. Das wäre natürlich jetzt geil gewesen, wenn genau hier was drin gewesen wäre. Aber so viel Glück haben wir leider nicht. Hier oben ist immer nichts, ne? Schade. In der Werkbank wäre es jetzt geil gewesen, wenn da ein Werkbankrezept drin gewesen wäre. Oh, 14 Stahl ist aber schon mal okay. Da kann man schon was anfangen. Ein bisschen Blei. Ja, dann gehen wir kurz zum Händler und dann gucken wir uns gleich mal die Stadt ein bisschen an. Die sieht nämlich auch relativ schön aus. Bisschen Zement. Ja, dort ein Flash brauche ich wieder nicht. So, wen haben wir denn hier? Hallo, Jen, Schnucki Maus. Danke. Bin ich sehr liebesgewürzig von dir. Das kannst du haben. Das brauche ich nicht. Dann die Axt ist schlechter wie meine. Das kannst du haben. Den kannst du haben. Die zwei kannst du haben. Komm, die kannst du auch haben. Gib mir dir nochmal ein paar Steine. Da bezahlst du auch immer relativ gut. Das kannst du auch haben. Die kriegst du auch. Ansonsten gebe ich dir erstmal nichts. Das kann weg. Restliche Blei kann auch weg. Brauche ich erstmal nicht. Leben brauche ich hier auch unterwegs nicht. Das kannst du auch haben. Das kriegen wir alles. Das kriegen wir alles relativ gut wieder. Von daher. Ja, dich behalte ich mal, Freundchen. Dich behalte ich mal. Vorsichtshalber. So, was haben wir denn hier Schönes? Selbstgebaute Pistole ist jetzt nicht so. Brennender Schaftbot ist schon mal geil. Das hast du von mir gekriegt. Bauplan brauchen wir nicht. Eine AK haben wir jetzt eine bessere gefunden. Ein Bergbauhelm, den kriegt man nicht. Die ist auf jeden Fall gut. Die brauchen wir auf jeden Fall. Da hilft alles nichts. Das ist. Brauchen wir definitiv. Und was war hier? Der brennende Schaftmod. Hier holen wir uns als nächstes. So, Aufgaben. Pass auf. Was ist in der Nähe? Zombies beseitigen. Mach mal. Aber. Was? Also ein Küsschen würde ich jetzt schon nehmen, ne? Also, verstehe ich jetzt nicht. Hi! Hier ist wieder Stimmung in der Bude. So, grüezi Gott, Halbi ist auch schon unterwegs, Alene ist auch schon da, aber ich habe keine Zeit. Wir müssen questen. Questen, questen, questen. So schön dieses Fahrrad ist, so bescheiden ist es auch, weil die Ausdauer halt ziemlich schnell in den Poppes geht. Aber hier sind auch, also es ist auch eine schöne Stadt, hier sind auch ziemlich viele Gebäude. Ich habe auch schon, oh komm, den Bus looten wir hier noch. Ich habe auch schon das Gebäude vom Supermais gefunden. Das habe ich gleich mal markiert. Da können wir auch mal vorbeischauen. Ich würde aber erst sagen, das machen wir dann nach der Horde. Weil jetzt müssen wir ein bisschen was vorbereiten für die Horde. Deswegen, oh, ein ganzer Reifen. Krass. Jawohl. Jetzt kann nichts mehr passieren. Wir müssen hier ein bisschen für die Horde vorbereiten. Da haben wir keine Zeit für sowas. Deswegen machen wir auch jetzt nur eine Quest. Damit wir die brennende Schaftmod noch kriegen. Und dann gucken wir, ob hier noch irgendwas geht. Und dann war es das auch schon. Hier ist auch schön, ne? Yucca Juice. Das ist alles irgendwie ein bisschen das Gleiche hier, ne? Die prügeln sich gerade zwei. Die wollen wir gar nicht stören. Die sollen sich ruhig gegenseitig. Toll. Richtig toll. Was haben wir hier noch im Angebot? Beruhig dich mal. Bisschen Yucca-Gedöns.
geht sie schon wieder. Pass auf, Blutreserven brauchen wir nicht. Das kann weg. Da können wir nachher gleich wieder auffüllen. Steine an sich brauchen wir auch erstmal nicht. Federn brauchen wir. Das für ein Schrei gerade, wäre unangenehm. Sag mal. Was meint ihr eigentlich alle immer, wer ihr seid? Hör jetzt auf! Ist ja wohl. Also. Was ihr meint, wer sie ist? Ist das eine Mine? Nein, okay. So. Zack. Ist hier wieder fertig? Nee, schade, gehört nicht dazu. So, wir müssen. Was ist mit ihm? Kommt er denn auf einmal her? Jetzt wollte ich gerade sagen, wer steht denn hier oben drauf, aber es ist nur mein Müll. So. Sag mal, kann man nicht mal in Ruhe einfach eine Quest machen? Hier gehört doch gar nicht dazu. Dieses Aufmerksamkeitsdefizit, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Diese Zombies heutzutage. Was die meinen, wer sie sind. Egoismus pur, ne? Denkt nur an sich. Dass ich hier einen Arsch voll Arbeit habe, interessiert ja auch keinen. Oh, Kaffee ist gut. Schade. Ich hätte erhofft, dass da ein bisschen mehr bei rumkommt. Sieh was im Angebot. Ja, ist ganz schön hässlich, ne? Ah, hier. Willst du mich... Er trifft mich, aber ich ihn nicht. Doch, jetzt. Spider-Schwein. Spider-Schwein. Schießt auch noch daneben, ey. Wahnsinn. So viel Blödheit musst du auch erstmal können, ey. Also Ruhe im Karton. Ist der hier draußen, oder was? Zum Glück nicht. Hi! Warte, ich helfe dir. Glück gehabt. Nein, 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 nein. Oh, das ist aber jetzt ungünstig. Hallo, hallo. Vorsicht, ich darf nicht zu weit gehen. Nimm doch mal den blöden Verband jetzt. Was ist los mit dir, ey? So ein Yucca, ja, habe ich. Oh, gleich mal ein bisschen Yucca-Creme einreiben. Oh, schön. Schön mit Aloe Vera. Oh, herrlich. Alter Schwede. Knappe Geschichte. Knappe Geschichte. Geht's denn hier eigentlich weiter, oder? Warum habe ich jetzt Hunger auf einmal? Dafür, dass es eine Zweier-Quest ist, ist hier ganz schön was los, ne? Und ist die auch ganz schön groß. Ja. Hier kommen nämlich jetzt ein paar, oder? Hier ist jetzt das eine. Der Facility Manager ist da. Was, was, was? Beruhigen Sie sich. Na komm. Eine Attrappe oder was? Wir brauchen unbedingt 7,62. Aber solange wir keine Werkbank haben, können wir leider keine herstellen, ne? Oh, Tasche. 7,62. Oh, zweimal Wasser. Ist doch auch schön. Also manchmal ist es da, aber... Also manchmal... Weil normalerweise kannst du ja die ganzen looten. Aber hier wegen schon wieder nicht. Hier schon wieder für den Lärm. Fuck, ist doch noch ein Skater, hau ab, ey. Ah, den erwischt, ne? Die sind da immer sofort on fire, ne? Die sind sofort on fire. Schweine. Die Schweine! Wo war's jetzt? Kurz gehakt. Ein Yucca-Säftchen. Bücherregal, kommt da was drin. Jawohl, siehst du?
Da war was drin. Was ist mit dem? Der ist kaputt, oder was? Ich meine, ich mal Wreckfranchen, ne? Die bringen Leder und Elektroteile, ne, mechanische Teile. Warum auch immer. Hier oben ist schon wieder die Hölle los, ne? Hier haben wir alles gelootet. Das ist egal. Oh, fuck. Das ist jetzt nicht egal. Hier ist nämlich der Schrank wieder... Oh, zweimal hoch. Oh! Boah, Alter! Die fackeln echt nicht lang, ne? Die fackeln echt nicht lange, ey. Hallo? Komm doch gleich hier raus, sehe ich doch schon. The fuck off. Ja, ich habe keine Munition mehr dafür, ne? Da musst du mit dem Knüppel gehen. Okay, den haben wir wenigstens erwischt. Der juckelt zwar in seinem Ding da rum, aber ist egal. Oh, das ist auch schon mal gut. Scrappen, scrappen. Sind sie jetzt durch? Ne, ne? Scrappen. Ne, das will ich nicht. Wir sind auf jeden Fall gleich hier, ne? Die sind gleich da. So, hier kommt jetzt gleich noch bestimmt was. Ein paar Bücher. Hier ist aber ganz schön was los, ey. Grundlegende Schwerseits sind wir jetzt immer Schaden. Benutzen. Und das. Haben wir hier im Tisch. Nadel und Faden. Scrappen, scrappen. Ansonsten. Scrappen. Das Einzige, was ich jetzt noch machen könnte, ist das hier. Ist hier nichts los? Der ist offen. Toll. Ja, ein bisschen suspekt hier, dass hier nichts ist. Es ist mir ein bisschen sehr suspekt. Das Halbi. Der war daneben. Da oben sind jetzt so welche. Scheiße. Ist da Munition drin, bitte? Nein! Fuck. Boah. Ja, das war's. Das wird's dann gewesen sein. Nein, komm, lad doch nach, lad doch nach. Oh, dass du da so bescheiden langsam bist. Das ist so zum Kotzen. Oh. Oh. Alter. Hm. Auch nicht wirklich was. Kommt aber nichts Gescheites bei rum irgendwie, ne? Leider.
Immerhin, was kann ich hier? Beinkleider machen. Was habe ich hier an? Beinkleidern. Kann ich hier schon mal tauschen. Kann ich reparieren. Ich kann nicht verkaufen. Ich kann nicht scrappen. Trinken. Benutzen. Wir müssen dahinter. Was ist das Fahrrad da? Och, alter Schwede, ey. Das war echt eine knappe Geschichte. Wenn wir die Spikes nicht gehabt hätten, wäre es das gewesen, ne? Dann hätten wir uns da echt abmelden können. Ist aber auch schon schön, ne? Hier ist halt nichts. Hier geht's halt nicht weiter, hier geht's weiter. Oh, hier ist ein Halfpipe. Ist auch nice. Den können wir mitnehmen. Und dann wieder ein paar Teile verkaufen. Dann müsste es rein theoretisch für die Feuermod lang. Unser 6er Knüppel. So ein Basie wäre halt mal geil, ne? Okay, hier war halt wieder nichts. Oh, hier ist ein Rucksack. Hier ist ein Rucksack mit... Naja, Vitamin. Vitamine sind schon mal nicht schlecht. Soll das hier bitte gleich wieder eine Mine sein? So wie beim letzten Mal, wo wir durch so einen Durchgang sind. Da war dann leider eine Mine. So, da ist der Händler gleich. Markieren sollten wir den auch gleich nochmal. Huh! Da sind hier einfach mal so ein Löchlein gemacht. Geht ja mal gar nicht. So. Vergessen, einen Timer zu stellen, ne? Naja, egal. Muss ich halt drauf achten. So, passen Sie auf. Wir müssen den gleich nochmal markieren. Aber das machen wir drin. Da haben wir unsere Ruhe. So. Wegpunkt speichern. Händler Nummer 2. So, Jen. Schnuffelmaus. Du mich schon wieder hingeschickt hast, ne? Wo du mich schon wieder hingeschickt hast. Geier sind üblicherweise die Wüste. Welt zu sterben. Die Beutetiere ziehen sich an. Verursacht 10% mehr Schaden an Geiern. Ja, auf jeden. Auf jeden Fall. Alles andere kann ich nicht akzeptieren. Diese schrecklichen Viecher. Oh, was haben wir hier gefunden? Sehr gut. Pass auf, dann gib mir gleich mal die. Zap, zap. Ansonsten war ja nichts, ne? 7,62 wäre halt geil, aber dafür habe ich eindeutig zu wenig Geld. Ein bisschen was kaufe ich dir ab. Aber eine Werkbank hast du nicht, ne? Nee, ne? Well, you just brightened my day. Ach komm, wir nehmen gleich nochmal eine Aufgabe an. If you do this for me, fantastic. Hope to see you soon. Ja, ist echt so, ne? Bin schon so fantastischer. Hä? Alter, sag bloß, das geht nicht. Willst du mich rollen, Alter? Warum kann ich den Knüppeln hier nicht brennend machen? Bin jetzt schon ein bisschen angepisst, ne? Du kannst ja sogar das hier brennend machen, ne? Das, deswegen, das verstehe ich halt nicht. Schade. Jetzt kacke. Also für den Minderblitsche. Ich setze mir mal hier unten rein. Ach komm, trink nochmal einen Schluck. Also gleich nochmal einen Schluck Kaffee trinken. So. Ach, ich habe echt gedacht, den Knüppel kann man zum Brennen bringen, aber... Das ist ja bescheiden. Das ist ja mal richtig bescheiden. Schauen, dass ich irgendwo einen Baseballschläger herkriege, ne? Wollen wir noch eine machen? Komm, wir machen noch eine. Komm, die machen wir noch. Egal, die machen wir noch. Die machen wir noch. Vielleicht leveln wir ja dann auf. Können dann noch einen in hier Ingenieur machen und dann können wir eine Werkbank bauen. Und Clownhammer haben wir. Scheiße, wir haben keine Ranch mehr, ne? Oder habe ich noch eine Ranch aufgehoben? Ich glaube, ich habe die verkauft, ich Dödel, ne? Scheiße. Ja, mal gucken. Vielleicht finden wir ja noch eine. Vielleicht finden wir ja noch eine. Vielleicht haben wir ja Glück.
Irgendwo Wasser zufällig? Nee, ne? Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht kriegt man noch eine Ranch. Ich weiß nicht, ob ich daheim noch eine habe, aber ich glaube nicht, es ist so ein blöder Talhammer. Den können wir gleich wegfräsen. So, Quest angenommen. Die sind auf unserer Höhe. Die sind aber drin. So, ich gehe diesmal aber trotzdem mal außen rum. Weil letztes Mal war der Scheiße einfach draußen gestanden. War hier so angepisst. Ist doch gleich hier, ne? Da kommt nicht schon wieder um die Ecke und nervt hier. Bleib du mal da vorne, wo du bist. So, die sind doch gleich hier drin, die Supplies. Sie sieht. Die sind bestimmt hier unterm Schrank oder da hinten irgendwo. Okay, dann lassen wir sie erstmal kommen, dann helfen die uns gleich. Hallo? Oder auch nicht. Danke für nix, ey. Achso. So einer bist du. Jetzt hast du es geschafft. Nee, immer noch nicht. Da sind die Supplies. So, danke. Tschüss. Ah, komm. Wir sind ja ganz so gemein. Jetzt einfach mal in die Spikes gehen können. Wir wollen die Spikes rein. Alter, willst du mich rollen? Der Knüppel ist echt so für ein... Guck erst mal an. Du kannst ins Gesicht schlagen, wie du willst. Nüchter. 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 Die haben aber auch eine Range, ne? Die haben aber auch eine Range. Da kann ich da drin noch was abgreifen. Hier ist, glaube ich, der gute Loot drin, ne? Hier ist der Hauptloot drin. Hier ist der Hauptloot. Ja. Hier ist der Hauptloot drin. Und ja. Aber ich habe keine Ausdauer, lass das. Diese Bauer. Boah, ja, genau. Gucken die an, den Assi. Das finde ich halt mies mittlerweile, dass die so rausklettern können, ne? Das ist mittlerweile echt voll übel. So. Das ist mittlerweile echt voll übel, dass die hier so kriegen können und dann überall rausklettern. Das ist voll heftig, ey. Das ist gar nicht so witzig. Da haben wir hier wenigstens was Gescheites. Das ist ja mal ein Helm. Ein Helm, den wir endlich mal anziehen können. So, normale Verbände, die eigentlich nichts wirklich bringen, außer wenn du wegen Blut ist. Was haben wir hier noch? Schmerztabletten, das ist auch schon mal gut. Was zu essen einstecken? Nee, ne? Dann trinken wir hier noch einen Schluck. Zack. Stirl auf. Und dann geht's auf zum Händler. Ich bin schon wieder 9 überladen, ey. Wahnsinn. Verrückt. Ist verrückt. Nachladen sollten wir vielleicht auch mal wieder. Also ist das. Briefkasten. Komm, ein Buch. Ja. Oder Papier. Oh, hier ist Wasser. Können wir gleich nochmal die leeren Gläser auffüllen. Ansonsten. Dich können wir verkaufen. Karre, hier können wir noch zusammen ranchen, ne? Mit unserer brennenden Ranch. Besser wie nix. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Wenn die einfach nur brennt, wahrscheinlich, ne? Die macht einfach nur Brennschaden, ne? Bis in die Endlichkeit und noch viel weiter. Gibt's hier nicht irgendwas?
Mich schon mal interessieren, ob es hier was gibt. Dazu. Dann wäre hier gleich von 20 Zombieschweinen angegriffen oder sowas. Ha! Zieh Leine, ey. Habe ich jetzt keine Chance. Wenn ich hungrig bin, überladen und keine 7,62, habe ich keine Chance. Wer da in der Ecke steht und schon wartet. Kleine Frosch. Nee, 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 nee. Nicht mit dem Commander. So, hier quer übers Feld. Ach, diese Ausdauer. Jetzt ist die Frage... Scheiß Ernst, warum ist hier mittendrin ein Loch einfach? Bleiben wir die Nacht hier? Kommen dann zum Händler-Reset nochmal her? Aber wir haben ja eh nicht viel Kohle, ne? Eigentlich ist es Wurst. Können wir auch nach der Horde machen. Weil so viel Kohle haben wir eh nicht, dass ich irgendwas Großartiges leisten würde. Aber keine Pistole, ne? Aber egal. Den kannst du haben. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Den kannst du nicht haben. Den brauche ich. Die brauche ich vielleicht auch irgendwann mal. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder, ne? Gib ich nur an www.voltrottel.de. Ich wäre halt vielleicht nicht schlecht, ne? Ich meine, besser wie nix auf jeden Fall, weil hier 9mm Moon haben wir schon ordentlich. Was gibt's denn hier für? 27, was kostet die? 1700, wir haben 9... Ja, kriegen wir für den Sprit. Hä? Was jetzt? Thank you so much. Hey, come again. Okay, irgendwas stimmt mit dem Händler gerade nicht. Weil. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Was denn jetzt? Thanks for letting me take care of you. Spiel abgestürzt oder was? Tell your friends. Irgendwas stimmt gerade nicht. Kannst nicht anklicken. Not one thing. Hä? Well, bitte lass uns das Spiel abgestürzt sein. Ansonsten würde ich es nicht verstehen. Probieren wir es nochmal. Darf ich dein Inventar sehen? Ne, ich kann nichts anklicken. Kann. It's too bad I couldn't help you. Well, maybe next time. I would do hurry. I have a protection payment coming up soon. Ich kann es nicht anklicken. Ah, jetzt geht's. Hä? Muss ich nicht verstehen, ne? Muss ich nicht verstehen. Ich brauche noch 700. Pff, ja. Kannst du knicken. Kannst du knicken. Kannst du knicken. Ich für den Stahl, ja, krieg ich ja auch nicht genug. Ist nicht zu verkaufen. Ne, die verkaufe ich nicht. Die verkaufe ich nicht, kannst du knicken. Was krieg ich hier für? 28, nix. Da krieg ich auch nicht wirklich viel, da krieg ich auch nicht wirklich viel, da auch nicht. Verkaufe ich bestimmt nicht. Au. Ist ja jetzt Scheibenhonig. Das Einzige, was ich machen könnte. Ja, Pistole wäre halt schon gut, ne? Pistole wäre halt schon gut. Now that was a good deal. Soll ich noch eine Quest machen? Muss ich wahrscheinlich noch eine Quest machen. Vielleicht kriegt man es dann hin. Vielleicht langt es dann. Vielleicht findet man da was. Da glaube ich auch. Was war auch nur abholen, ne? Glaube ich. Ja, wir sind schon ein bisschen drüber, sehe ich gerade, ne?
Also ich würde sagen, ich fahre jetzt zur Quest. Wir beenden die Folge für hier und starten dann direkt mit der Quest in die neue Folge. Weil sonst brauchen wir hier, glaube ich, noch... Sonst können wir zu arg überziehen. Das wäre nichts. Gut. Dann danke ich euch recht herzlich, dass ihr wieder mit dabei wart. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Euer Morbus LP. Ciao, ciao.